Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich wollte schon fast Morrowind sagen, aber Gothic 2 sind wir hier. Und wir haben hier die Aufgabe, das Attentat. Fisk hat das Attentat gegen Esteban beauftragt. Wir müssen jetzt Esteban hier zu Dings locken und seine beiden Leibwachen. Wir haben ja aber auch gerade gespeichert, deswegen würde ich das gerne mal so versuchen. Jetzt! Den wirst du ja wohl schaffen! So. Okay, das geht's zur Sache! Das haben wir so nicht überstanden. Hier. Hier müssen wir laden. Ich wollte es mal ausprobiert haben. Was, wenn ich die Leibwachen hier jetzt so, umlege? Na, warte, du Mist! Immer verschwunden! Nee, komm, weg. Ja, so ist gut. Na, mach schon. Irgendwie funktioniert das so nicht, wie ich das haben möchte. Ich möchte Punkte für die alle haben, ja? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Was ist mit dem? Der will ja nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wenn ich jetzt... Na, was jetzt? Nein! Immer verschluckt auf! So, mach schon! Immer verschluckt auf! Nein! Das hätte fast geklappt. Spielladen nochmal. Das hätte fast geklappt. Das gibt vielleicht muss ich von denen da hinten das erstmal machen. Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war jetzt! Den wirst du ja wohl schaffen! Den wirst du ja wohl gar nicht! Immer also. Feste drauf! So, nochmal. Jetzt geht. Komm! Den wirst du ja wohl schaffen! Ja! Wir haben alle geschafft. Nice. Paladin Zweihänder, was? Oh, 5 rote Steine. Das hätte er auch selbst wissen können. Mit mir kann man so. Wir haben die Leibwache geschafft. Den kann ich immer noch nicht nehmen. Paladin Zweihänder, 80. Das will doch keiner wissen. Achso, wir haben einen Paladin Zweihänder, okay. So. Dann hier. Eine ganz normale Armbrust. Wird vielleicht. Ein paar Tränke nehmen müssen. So, das heißt, das können wir speichern. Wir haben das geschafft. Glaubst du wirklich? So, und wir reden mit. Was sagt hier. Steht geistige Irrwege. Fortuno ist nicht bei Sinn. Er sucht nach einem grünen Novizen. Wo ist ein Fisk? Wir haben Esteban erledigt. Fisk. Hey, du. Esteban ist erledigt. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ja, okay, So, Logan? Ich komme später wieder. Snuff? Hey! Wie läuft der Laden? Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Hm? Okay. So. Was sagt Emilio? Der sagt nichts dazu. Was sagen die da hinten?
dass ich jetzt Esteban erledigt habe. Ich erledige die alle noch. Wieder später. Ramon. Hey, du. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Unser glorreicher Anführer Raven. Er wird uns alle reich machen. Okay, läuft bei dir. Was weißt du über das Lager? Was weißt du über das Lager? Sprich mit Sneff, wenn du was wissen willst. Der dicke Koch weiß echt eine Menge. Wenn du was kaufen willst, geh zu Fisk. Er treibt alles Mögliche auf. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Die Piraten haben Segel gesetzt und sind auf und davon. Jetzt hocken da nur noch ein paar Idioten am Strand und die haben kein anständiges Schiff. Nicht mal Bilja weiß, wie wir von dieser Insel runterkommen sollen. Wie komme ich schnell an viel Gold? Wie komme ich schnell an viel Gold? Gute Frage. Sind wir nicht alle deshalb hier? Sieh einfach zu, dass du einen roten Stein von Torus bekommst. Dann kannst du in die Mine. Wir haben 5 Stück davon. Ich will aber gerne hier nochmal mit den anderen Leuten reden. Bandit. Bandit. Carlos. Hey, du. Und wie ist so Anführer der Jäger zu sein? Wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Okay, der ist nicht erfreut. So, apropos, wir können hier aber auch mal ein bisschen Fleisch mal ein bisschen braten. Komm. Was? Habe ich nichts mehr? Ich habe nichts mehr an Rumfleisch, okay. Schinken habe ich noch, aber kein rohes Fleisch mehr. Was sagt denn jetzt eigentlich Torus? Dass ich jetzt einen roten Stein habe. Vor allem, der erkennt mich nicht. Ich finde das echt komisch, dass der mich nicht erkennt. Was sagt der? Oder er? Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Ich bin ganz passabler Schürfer, immerhin. Skinner. Skinner nicht wecken. Was sagt Huno und Paul dazu? Immer wieder das Gleiche. Dass Esteban jetzt hinüber ist? Okay, der sagt nichts. Was hey. Sagt er? Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Was ist denn das eigentlich für eine Hütte? Okay, wir haben aber einen roten Stein. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Der arme Kerl kann da nicht. Torus. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Erkennst du mich nicht aus dem alten Lab? Warte mal. Hey. Erkennst du mich nicht aus dem alten Lager? Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein. Das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Komm, lass mich rein, um der guten alten Zeiten willen. Komm, lass mich rein, um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Okay, es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Das also wollen wir schlag sehen. Dir das aus dem Kopf? Und was mit deiner Rüstung? Wo kriege ich auch so eine Rüstung? Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt.
Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay. Du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. Drei Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Okay, also drei Leute. Wer hat Bock, in die Mine zu gehen? Hey. Nee. Wen kann ich da zur Mine schicken? Das war keine große Sache. Du wirst in die Mine gebraucht, roten Stein geben. Nee, warte mal. Als Minecraft-Futter würde ich lieber draußen die Leute reinschicken. Beziehungsweise, warte mal, wie viele rote Steine haben wir? 5. Ich würde vielleicht einen abgeben wollen. Gehen wir nochmal zu unseren Freunden, den Magiern. Ich habe auch keine Ahnung, wie relevant die alle hier sind. Also Sancho zum Beispiel, weiß ich nicht. Warte mal. Okay, wir gehen erstmal einen an Saturas abliefern. Haben wir noch einen Grünstein? Haben wir noch? Und 5 rote. Und hier haben wir noch eine Waldbeere, eine Blauflieder und hier auch nochmal eine Blauflieder. So, erstmal Saturas suchen. Ich mag auf jeden Fall die Armbrust. Ich finde es nur schade, dass sie damit nur magische Geschosse schießen kann. Aber die glitzert so schön. Aber wir benutzen eh so wenig die Armbrüste. So, Saturas. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Rademis die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tja, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Okay, einen müssten wir noch irgendwo finden. Ardanos möge dich schützen. Warte mal. Wegen Raven. Ich war im Banditenlager im Osten. Raven ist ihr Anführer. Aber um an Raven heranzukommen, muss ich erst noch einige der Banditen aus dem Weg räumen. Gut, dann viel Glück. Aber vergiss nicht, dass es schnell gehen muss. Raven darf sein Ziel unter gar keinen Umständen erreichen. Okay. Ardanos möge dich schützen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, apropos, ich würde dann jetzt eigentlich erstmal die Dingensrüstung mal anziehen. Und ich habe ja noch eine andere Rüstung hier. Leichte Drachenlegerrüstung. So, die mittlere Banditenrüstung kann ich ja
dem anderen Dude da geben. So, und Medarion? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay. Gut, aber ich wollte jetzt in die Richtung gehen. Zu den Piraten einmal gucken. Beziehungsweise, ich will auch mal schauen, ob wir auch gegen die Orks mittlerweile doch schon ankommen, weil wir sind eigentlich schon, was Stärke angeht, also Zweihänder und Stärke, sind wir doch schon gut. Zweihänder sind wir bei 70 und Stärke bei 102. Es ist nur die Strategie beim Kämpfen, die ich habe, die nicht gut ist. Ich bewege mich einfach viel zu wenig, sagen wir so. Warte mal, ich guck noch mal auf der Map. Genau, hier müssten dann jetzt die Orks gleich kommen. So, komm her. Nichts zu plündern. So, die haben da wir ist auch. Nichts zu holen. Nochmal speichern. Jetzt ist die Frage, wo sind die Orks? Sind die hier? Oder sind die da hinten? Ich glaube, die Orks waren da. Komm, es wird ja auch schon wieder dunkel. Wenn ich jetzt nochmal auf die Map gucke. Ich glaube schon, dass es hier ist. Dass das der Weg ist. Nein! Nein, komm, weg, weg, weg. Hör auf anzuvisieren. Diese Anvisieren immer, ey. Okay. Hat nicht so geklappt, wie ich das gehofft hatte. Oh, noch eine Steintafel. Okay, dann... ich will nur einen von denen, nicht beide. Kommen die noch?
Wo kommt der denn jetzt her? Nein. Das hätte vielleicht klappen können. Einzeln komme ich gegen die schon mittlerweile an. Ach nö. Das muss ich doch irgendwie hinkriegen gegen die. So, komm. Hey! Wieso will er nicht laufen? Ach, fick dich doch! Sorry für die Aussprache, aber... Warum will der manchmal nicht laufen? Manchmal schlägt er statt zu laufen. Ich gehe vielleicht außen rum, den anderen Weg. Ich muss es irgendwie hinkriegen, die Orks einzeln wegzulocken. Beziehungsweise, warte mal, wir legen uns mal pennen. Ich glaube, das wird eine längere Aufgabe, sagen wir mal so. Aber das ist manchmal wirklich so. Der will manchmal einfach nur zur Seite hauen. Wo bleibt denn jetzt die Musik? Ah, da kommt sie. Warte mal, wir können ja direkt dann zu, wie hieß der eine da nochmal? Auf jeden Fall zu dem hin. So, bis zum nächsten Morgen. Ah, und wir können für Fortuno dann hier eben, einen grünen Novizen machen, ne? Grünen Novizen herstellen, ein Stängel. Ich mach für mich auch nochmal einen. Zu wenig Rohstoff oder was? Wo habe ich den grünen Novizen jetzt? Grüner Novize. Wir haben wenigstens einen grünen Novizen jetzt. So, zum Tal. Ah. Wo war jetzt eigentlich der eine Dude? Ach, da. Genau, und das ist die Brücke, wo die beiden Orks sind, die mir auf den Sack gehen.
So Eremit. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Komm, Rüstung zum Ring des Wassers. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Und wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, ich könnte Ihnen das Dings geben. Ich speichere das trotzdem mal. Ich finde das irgendwie lustig, dass wir ihm jetzt hier die Klamotten vom Ring des Wassers gegeben haben. So. Die will ich jetzt erledigt haben, ja? So. Hey! Das ist ja richtig beschissen gerade. Ich will nur einen von denen hier. Kann mir vielleicht Ehre mithelfen? Richtig scheiße gerade. Warum hilft er mir nicht? Also, warum, So. Ich hole mir ihn jetzt doch zur Unterstützung. Zu zielen? Ziel auf ihn! Ja, so muss man es den Biestern geben! Okay, haben wir doch gehört. Warte mal. Danke für die Hilfe. Aber warum hat der jetzt. Warum hatte ich jetzt auch noch auf ihn gezielt und kam da nicht vom Zielen von ihm weg? So. Erstmal wieder Heiltränke. Ja, wir haben schon mehr von denen. So, und dann kann ich jetzt speichern. Dann haben wir hier die Ork schon mal besiegt. Von der Brücke. Und er damit war mir eine Hilfe auf jeden Fall. Ich hoffe, hier gibt es jetzt keine mehr. Ah, ja, okay, das ist genau die Stelle, die ich mir gedacht hatte. Dann fehlt nur noch hier hinten das Gebiet. Oh, Weidenbeere. Und das hier habe ich vergessen noch zu looten, ne? Auch nochmal eine Steintafel. Nein, weg. So, dann heißt das.
Nur noch hier entlang. Und da gibt es doch bestimmt auch noch zwei Kisten. Zwei Schätze. Dann müsste man, glaube ich, alle, bis auf den da beim Piratenlager, eingesammelt haben. Da sind Snapper und wieder ein Riesentroll. Würde ich sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.